Kumpel und ich sind am Freitag vor dem Spiel ins Stadion gefahren, weil wir uns natürlich logischerweise auch nicht irgendwie verlaufen wollten. Hat Spaß gemacht, aber im Endeffekt war der Spieltag sowohl gegen Weiche als auch der gegen Zwickau war von den gesamten Abläufen her am ehesten an dem dran, was wir vorher auch gemacht haben. Als wir vor 14 Tagen dann diese Entscheidung getroffen haben und Ole zum Chef gemacht haben und Hannes zum Co-Trainer, waren die zwei natürlich dann von 0 auf 100 erstmal mit dem neuen Thema konfrontiert und haben sich dann direkt dieser Sache angenommen, mit viel Herzblut, mit viel Einsatz, aber auch mit viel eigenen Ideen. Die Mannschaft hat total gut mitgezogen. Die zwei haben den Job super gemacht und von dem her erhofft man sich natürlich, dass das alles so läuft, aber dass das so jetzt funktioniert hat. Einfach nochmal ein Riesenkompliment an die beiden, das haben sie super hinbekommen. Ja, war natürlich ein bisschen schwierig. Da war ist natürlich bei so einem Trainerwechsel ist immer eine Unsicherheit. Wer kommt? Was ist los? Man ist bei Gedanken noch beim alten Trainer. Und da waren natürlich so 2-3 Tage, wo keiner so richtig wusste, was los ist. Aber ich glaube, man kann nicht nur die Mannschaft in die Pflicht nehmen oder die neuen Trainer Ole und Hannes, sondern alle, die drumherum waren. Das können ja nicht einfach aufhören mit Fußball spielen, nur weil so ist leider im Geschäft ein Trainer entlassen wurde. Und das haben alle Beteiligten gut gemacht. Wir haben uns vorgestellt in der Kabine. Ole hat die ersten Worte so ein bisschen an die Mannschaft gerichtet, wie die Situation auch für uns ist. Letztendlich haben wir auch viele Jahre mit Carsten Neitzel zusammengearbeitet. Für uns war die Situation auch nicht ganz einfach, da jetzt einfach von jetzt auf gleich einzuspringen. Die Mannschaft hat uns das aber, finde ich, da spreche ich für uns beide, echt einfach gemacht. Hat uns sehr gut aufgenommen, hat uns das einfach gemacht, auf dem Platz, neben dem Platz und hat uns da auch weitestgehend auch, wie sie halt konnte, oder auch unterstützt. Ich glaube, wir sind das erste Mal zum Nachdenken oder zum Luftholen ist man eigentlich nach dem Weichenspiel gekommen. Da haben wir Sonntag frei gehabt, sind wir Samstagabend hier von der Anlage gefahren, Hannes und ich, und da zusammen auch. Und da sind wir dann halt, ja, das erste Mal konnte man so ein paar Tage Revue passieren lassen. Und das war dann eigentlich der erste Moment, wo man es mal bewusst so wahrgenommen hat. Das ist uns beiden auch nochmal ein Anliegen. Es sind halt auch dann für uns in unseren Mannschaften extrem viele Leute mit in die Bresche gesprungen. Also wir mussten in der U23, in der U19 ersetzt werden. Dadurch sind wieder dann in anderen Mannschaften Lücken entstanden. Und wie das aufgefangen wurde im gesamten Verein, das war einfach eine richtig geile Nummer. Und das macht uns unheimlich stolz, Teil dieses Trainerteams zu sein, diesem gesamten Verein. Für mich war jetzt einfach dann langfristig wichtig zu sehen, dass wir da mit dem Ole und mit dem Hannes zwei Trainer bei uns in den eigenen Reihen haben, die wahnsinniges Potenzial haben, jeder auf seine Art. Und von dem her ist die Qualität der Jugendtrainer natürlich elementar, weil wir wollen natürlich in den nächsten Jahren hier relativ so viel wie möglich eigene Spieler aus unserem Nachwuchs rausziehen. Und dann ist es natürlich wichtig, dass du richtig gute Trainer hast. Und die haben das natürlich auf diesem Niveau jetzt bewiesen, dass sie da absolut top sind. Es wird wichtig sein, von Anfang an auch wieder gut mit dem neuen Trainerteam zusammenarbeiten zu können. Also wir sind beide irgendwo in der Schnittstelle zwischen Jugendbereich und Liga tätig. Da hat man miteinander zu tun im täglichen Ablauf. Und so wie wir Kalle unterstützt haben und das auch gerne getan haben über 3 Jahre, so werden wir es auch mit Markus Anfang und Tom Zichon machen. Sie haben wirklich sehr, sehr viel Spaß mit Ihrer Truppe reingebracht. Eine gewisse Lockerheit ist wiedergekommen. Und ja, allgemein kann ich sagen, dass es sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht hat mit den beiden. Es war erfolgreich, wir haben kein Gegentor bekommen, beide Spiele gewonnen, souverän gewonnen. Und ich glaube, dass es für die eine gute Erfahrung war und für uns auch. Sie haben uns entwickeln lassen als Mannschaft und einfach nur ein voller Erfolg.